Das ist mein kleiner Bruder Janis. Na? Klein. Ja, hier vielleicht. Aber mittlerweile denken viele Leute, dass er der Ältere von uns ist. Für mich wird er aber immer mein kleiner Bruder sein. Ich habe Hunger, und du? Ich auch. Essen! Was ist, wenn du es nicht magst? Nehme ich an, dass wir was anderes haben. Wahrscheinlich. Eisnudeln oder Naengmyeon sind eines meiner Lieblingsgerichte hier in Korea. Und deswegen wollte ich auf jeden Fall, dass Janis die auch mal ausprobiert. Und da man Naengmyeon häufig mit Rippenfleisch oder Kalbi isst, habe ich im Internet eines der besten Naengmyeon-Kalbi-Restaurants gefunden. Für mich ist dieses Restaurant auch das erste Mal, also bin ich sehr gespannt. So, wir sind jetzt hier Abgujung Station und müssen jetzt zu dem Laden finden. Ist nicht so weit weg, nur ein bisschen laufen. Erstmal in die Richtung. Also lass uns mal los. Klasse geparkt. Ja, super geparkt. Super geparkt. Hier ist erstmal ein Löffel. Und hier die Stäbchen. Probier doch erstmal. Das kenne ich nicht nochmal. Das ist zwei verschiedene. Hier ist ein kleines Stück. Vielleicht magst du es heute ja besser. Ist nicht annähernd so sauer. Besser. Was wird denn? Die sind ein bisschen süßer. Was ist das denn? Reddish. So, hier sind jetzt die Eisnudeln. Erstmal in der Mitte durchschneiden. Wenn du Schärfe willst, kannst du diese Soße hier nehmen. Man kann auch noch Essig und Senf dazu tun, je nach Geschmack. Und dann gut umrühren. Hier, probier du jetzt mal. Kannst du gern schlürfen, kein Problem. Und? Gut, aber schwer zu kauen. Ja, aber sehr erfrischend, oder? Ja. Hier, das kannst du das mal mit der leicht scharfen, das ist gar nicht scharf, damit man probieren kann. Okay. Das gefällt dir jetzt aber. Mhm. Das ist eins meiner Lieblingsessen im Sommer. Weil es so erfrischend ist. Ich esse das bestimmt zwei, dreimal in der Woche. Oder magst du, musst du ehrlich sein, magst du die auch so gern? Doch. Nur teilweise ist es echt blöd, wenn du die dann so aufsaugst und dann einmal hast du den ganzen Mund voll Nudeln und die sind so schwer zu kauen. Hast du schon das probiert? Soll man das trinken oder? Ja. Ach so. Fleischtee. Ja, Fleischtee. Ja. Wenn ich das trinke, muss ich irgendwie mal an Brot denken. Also das hier, das Fleisch. Muss man das auch schneiden? Kannst du, ja. Vorsichtig. Ist das mit was gefüllt? Und wieso? Nein, das ist nur was von, das ist nur ein bisschen Fett. Lecker. Bist
schreib doch mal ein bisschen mehr, du bist immer so wortlos. So bin ich halt. Machst du mit Absicht, oder dass du gar nichts sagst? Ja. Ich mag's. Fleisch, das fällt ja gleich von den Rippen. Also mir schmeckt es auf jeden Fall. Es ist nicht, es ist schön zart auf jeden Fall. Ist das süßlich oder nicht? Ja, es ist nicht so Umami. Es gibt ja ein eigenes Wort für den Geschmack von Fleisch. Ah, okay. Umami. Und es ist halt nicht so, das ist halt eher herzhaft. Und so ist das halt nicht. Es ist halt eher süßlich, da hast du schon recht. Aber süß. So würde ich das beschreiben. Also man hat so ein bisschen Chilischoten. Ach so, das meinst du. Ein bisschen Chilischoten-Geschmack, aber trotzdem wieder süß. Weiß ich nicht. Wir haben viele asiatische Läden, aber das, wie authentisch das ist, weiß ich immer nicht. Aber kalt noch nie, oder? Naja, Sushi ist kalt. Ja, aber ich meine kalte Nudeln, Eisnudeln, hast du noch nie gegessen. Und ich glaube, ich könnte nicht nur diese Nudeln essen. Das ist so ein Gericht, wenn ich zu viel davon esse ohne einen anderen Geschmack, dann schmeckt das nicht mehr. Aber an sich schmecken die gut. Also brauchst du Beilage. Ja. Es gibt es in Deutschland ähnliches Fleisch vom Geschmack her? Am ehesten wäre da schon noch so ein richtig gut gegrilltes Rindersteak eingelegt in was auch immer die da einlegen. Also es gibt ja wirklich mit Honig und so eingelegt auch. Oh ja. Und das wäre, glaube ich, schon das am ehesten. Wirklich sehr lecker. Das Fleisch hat dir wirklich gefallen. Das Fleisch ist ja alles weg. Danke fürs Essen. Bitte, bitte. Ja. Wir haben wirklich alles aufgegessen. Und es muss Janis wirklich sehr geschmeckt haben, wenn alles aufgegessen wurde. Er scheint Fleisch wirklich sehr zu mögen. Es freut mich immer sehr, wenn es Janis so gut schmeckt, da als er kleiner war, er sehr wählerisch mit Essen war. Und ich persönlich war sehr positiv überrascht von dem Restaurant. Ich war auch zum ersten Mal da, aber es hat mir sehr gut geschmeckt. Und nachdem wir nun gut gesättigt waren, haben wir uns spontan mit Emil getroffen. Da, der Emil. Den gehen wir jetzt treffen. Was ist das? Look at him. I'm shy. Yeah, shy. That YouTuber with 300,000 subscribers is shy. What's your problem? Yeah. Nice to meet you. What's your name? Janis? Sind zusammen ins Café gegangen, um ein gemeinsames Projekt zu besprechen. Janis hat sich sehr gut mit Emil verstanden, was mich sehr gefreut hat zu sehen. Naja, das war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal.